und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe. Und mein Name ist Battle Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuen Projekt Yoshi's Crafted World. Ja. Trademark. Trademark. Ja, Yoshi's Crafted World ist seit gestern nun offiziell erhältlich. Ja. Ja. Und der liebe Battle Mario Master hat sich das Spiel geholt und zu mir rübergeschleppt, damit wir halt Let's Playen können. Ja, da seht ihr mal, was ich für ihn tue. Ja. Ja. Ich habe übrigens noch eine kurze Sache. Dieses Spiel ist für uns beide blind. Ich habe nur die ersten drei Level gespielt, mehr nicht. Allein, damit er nicht sauer ist. Okay. Ja, gut. Dann drück mal Start. Ja, ist übrigens eine Woche her, seit wir Woody World zu Ende gespielt haben. Aber jetzt erstmal die Story. Du darfst die Story vorlesen. Ja, alles klar. Dies ist die liebliche Insel der Yoshis. Auf dem höchsten Gipfel der Insel thront funkelnd ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht, Wünsche wahr werden zu lassen. Schön. Geil. Eines schönen Tages. Nochmal keine Sonne. Baby Bowser und Kamek hatten von der Traumsonne gehört und wollten sie haben. Wie könntest du es sagen? Wir sind dann mal so frei. Oh nee. Hatten wir die erst letztens noch bekämpft? Ja. Eine Woche später fangen die direkt wieder an. Ja. Mein Gott. Was? Baby Bowser hat immer noch. Gibt mir immer noch die gleichen Geräusche von sich. Kamek auch. Ja. Die Sonne sieht angepisst aus. Oh no! Ja, sie war angepisst. Oh. Funkel. Blitzer. Als die Yoshis zu sich kamen, fanden sie sich in einem unbekannten Wald wieder. Oh je, die armen Yoshis sind ganz verloren. Hm? Oh nein, die Traumjuwelen sind weg. Oh nein. Oh. Und die Traumsonne sieht ganz unglücklich aus. Oh shit. Das ist schlimm. Die Juwelen müssen zurückgebracht werden. Ja, was denn sonst? Ja. Ja. Hm? Ja. Wo dieser Weg wohl hinführt. Vielleicht finden wir die Juwelen, wenn wir diesem Weg folgen. Die Yoshis scheinen zu beraten, wer sich auf die Suche machen soll. Wie viele Yoshis sollen aufbrechen? Zwei. Ja. Boah. Ja. Aber wir können uns schon direkt aussuchen, wen wir wollen. Ja, für mich natürlich. Für dich grün? Ja. Blau. OG Yoshi. OG Yoshi. Ich bin der dunkelblaue Yoshi. Aber wahrscheinlich wird es jetzt im Laufe des Spiels ändern, ne? Ja. Wir können die Yoshis jederzeit wechseln. Ja. Fertig. Yoshi! Yes! Dann ist es also soweit. Die anderen Yoshis passen auf die Traumsonne auf. Hier wird nichts passieren. Abenteuer der Juwelensuche kann beginnen. Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Soll ich denn diesmal sprechen? Ja. Okay. Ohne ihre Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Mutter. Das stimmt. Dann schnell finden wir die Juwelen vor den Yoshis. Mutter. Okay, aber geh runter von mir. Arg. Niemals. Was? Ich bin ein Herr und Meister. Oh. Ja. Warte mal hier. Das erste Level. Sonnenscheinstation. Dampflokrennen. Hier gibt es 8 Blumen insgesamt zu finden. Ah, das ist klar. Dann gehen wir mal rein dann, ne? Ja. Wieder raus. So, Schnapper 100. Was soll das sein? 20 Herzen.
und darunter 20 Münzen. Dann bekommen wir nämlich auch eine Blume. Ja. Es gibt hier 5 normale Blumen und halt diese 3 Bonusblumen dazu. Also einfach alles sammeln. Also. Einfach alles sammeln, was nötig ist. Wir sind ja noch im ersten Level. Ich würde es gut finden, wenn wir alles finden würden in den ersten Leveln. Mir ist es sogar gelungen, mal nicht alles zu finden. Oh, nee. Ich habe nur die letzte Blume verpasst. Gehst du zu deinem Partner an und springst dann auf ihn, trägt er dich. Okay. Wenn er Yoshi einen anderen trägt, sind die Reaktionen viel stärker. Das ist gut zu wissen. Gut. Ja. Ich glaube, dann lass mal ein bisschen darüber experimentieren. Ja, ja, weil ich habe es ja erst alleine gespielt. Aber wir haben Eier wieder weg. Ich hab, ja, genau, wir haben wieder Eier, keine Wolle. Oh Gott. Der wird sehr komisch. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Wir sollten erstmal gucken. Okay, das ist gleich. Bleib mal stehen. Was denn? Immer ausprobieren, ja. Es reicht schon, wenn wir drauf springen. Aber ich kann sogar. Okay. Ist auch experimentieren. Ich kann sogar werfen. Kann ich deine Eier benutzen? Ja, du benutzt meine Eier. Hör auf, meine Eier zu nutzen. Nee, irgendwie nicht. Warte, halt. Sehe ich nicht. Du nutzt nicht meine Eier. Ich kann so einen auf Panzergeschoss machen. Das wäre. Ja, ich bin wieder runter. Achso, ah. Indem du wieder springst. Ja, wir waren nochmal bei Wally World. Irgendwas haben wir erst ganz am Ende herausgefunden. Wie wir uns in den Ei verwandeln können. Genau. Warte mal, da finden wir jetzt mal wieder. Okay, es ist nicht Minus. Minus, ja. Es ist nicht Minus. Es ist auch nicht Y. Ja, man kann sich ducken mit den Schulter. Ja, mit den Schultertasten kann man sich ducken. Okay. Nicht, dass wir es benutzt hätten, also. Nee. Haben wir sowieso nicht ganz. Also. Wir haben das Spiel auch so geschafft, also. Ja. Aber hier ist ein komplett anderes Feeling, so. Ja, weil es hier halt kein Woll-Feeling hier ist, sondern ein Papp-Feeling. Ja, ich meine allgemein so die Kamera auch irgendwie. Ja, pass mal auf, ich möchte dir was zeigen. Mal. Oh, was? Man kann auch Eier in den Hintergrund werfen. Cool. Kannst auch mich werfen? Nee, ich kann dich nicht werfen. Ich kann dich nicht runterschlucken. Weil, du musst nämlich nicht, nur noch den Gegner mit B fangen. Dann schluckt er das sofort runter. Ah, das war. Hier. Nachdem Yoshi einen Gegner mit B verschluckt hat, legt er ein Ei. Oh. Ups. Ja, und wie gesagt, du weißt ja, du kannst insgesamt 6 Eier tragen. Ja. Kann aber eher. Jo. Bei Hintergrund hast du halt. Ja. Ah. Aber man kann überall hinziehen. Genau, du kannst auch in den Hintergrund werfen. Oh Gott, das wird das noch viel schwieriger machen. Ah! Also das Gefühl, das wird das sehr viel schwieriger machen, einige Sachen zu finden. Ja, so mal zum Beispiel. Hm. Warum wusstest du, dass du das abschließen konntest? Es wird sowieso gleich noch erklärt, ja, dass man auch Objekte in den Hintergrund werfen kann. Oder wie zum Beispiel hier. Siehst du dieses? Hey! Oh, ein paar Eier. Eben aus meinen Eiern geklaut. Her, gib mir meine Eier. Aber ich will die Kuh da hinten abschießen. Du hast keine Eier. Ich weiß, ich krieg ja auch keine. Ja. Doch. Hier. Da ist die Box. Achso, da war. Also, was war ich doch noch? So weit war ich doch noch. Doch, ne, ein böses Ei. Nun, versuch mal lieben. Du hast ein Haus kaputt gemacht. Ja, da. Alles abschießen. Ja. Cool. Zerstörung. Oh, ein Steiger. Boah, einige Sachen müssen so versteckt werden. Hab ich so gefühlt. Ja, hatte ich auch im letzten zweiten Level gehabt. Da war ich schon am Ende und hab eine Münze nicht gefunden und dann bin ich nochmal den ganzen Weg zurückgelaufen. Ja. Du solltest vielleicht auch ein paar Herzen einsammeln. Ich weiß nämlich nicht, wie das hier sein wird, aber es reicht, wenn einer nur 20 Herzen hat. Ich bin mir nicht sicher. Dann werden wir ja sehen. Ja. So. Mach kaputt. Mir fällt das Spiel jetzt schon besser. Ja. Irgendwie, weiß nicht, Pappe irgendwie
Checkpoint. Hat für mich einen besseren Charme-Effekt. Vermisse? Ja, irgendwie schon. Wolle sah mir ein bisschen zu putzig aus. Falls ihr denkt, hier gibt es Juwelen, vergesst es. Tatsächlich werdet ihr diesen Ort nie verlassen. Was? Das ist ein Zug. Optische Illusion. Nein! Er hat den kaputt gemacht. Und einen Zug habt ihr keine Chance. Viel Glück bei der Suche nach dem fehlenden Teil. Na warte, den schnappen wir uns. Ja. Warte mal, können wir uns aufteilen? Können wir zum Beispiel hier lang gehen, wenn du da unten lang gehst. Tatsächlich. Oh Gott, das hat Spiel jetzt sehr chaotisch. Also, okay. Ja, jetzt sogar noch chaotischer als Woody World. Nimm das Unterhosen. Was? Hör auf, die Unterhosen abzuwerfen. Ich hab keine Ahnung, ob du da gemacht hast. Keine Seite, aber. Oh, rote Münzen, oder? Ja, rote Münzen. Rote Münzen sind wichtig. Kennst du ja. Ja. Was hat denn für einer? Was hast du denn da für eine Kreissäge hinter dir? Das ist ein Rad, das ist ein Teil. Das müssen wir sammeln. Das ist ein Teil von dem Zug. Und die Teile sind hier verstreut. Wir müssen die hier einsammeln. Ja, noch eine rote Münze. Und das Unterhose. Eine Münze, ich krieg die nicht. Ja, rote Eier bringen übrigens auch Herzen. What? Was machen wir da? Ah, oh, wir können auch. Ja. Dann macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja. Dumme. Das ist die dritte, okay. Weil ich hab mich bereits die vierte eingesammelt. Okay, ich mach schon da. Ich glaube, du brauchst neue Eier. Na hier, rote Eier können direkt Herzen enthalten. Hey, wie tut man denn das? Hey, wie denn? Danach auf die Schultertasten oder B. Warte mal, sei mal ruhig. Da. Oh. Kein Bisch mehr. Wie tut man so, während man wirft, irgendwie Eier wechseln? Während du wirfst, ZL drücken. Also die Schultertasten. Oder B geht auch. So, ich habe das zweite Teil. Ja, das dritte Teil. Da hier. Das ist eine ganz, ganz böse Münze hier. Kann man gerne mal übersehen. Ja, also das Gefühl, wir werden allgemein viel übersehen in diesem Spiel. Ja, wir brauchen unbedingt noch ein paar Eier. Der dreidimensionale dieser Effekt irgendwie, der wird uns so was von, oh Gott. Oh Gott. Ja, oder nicht? Ich hab noch nicht viel von dem Spiel gesehen. Achso, ich muss die Dose einwerfen, ne? Aus, ja, so, ich habe den Zug zusammengesetzt. Nimm der. Ah, warte. Hier, ich weiß nicht, ob ich bin. Ja. Ich muss mich hier eben nochmal umgucken, auch nochmal zurückgehen. Aber schon das Ziel, wenn wir da durchgehen oder was? Ja, wir müssen noch auf den Zug dahin fahren und auf dem Weg zum Zug ist die letzte Blume. Komm mal alles. Ja, wir haben. 5 rote Münzen. Ja, uns fehlen noch 5 rote Münzen und einer einer muss nur 20 Herzen haben und wir haben auch schon über 100 Münzen. Ja, okay, das war das also, schnapp 100. Ja, wir müssen 100 Münzen sammeln. Ja, das ist klar, dann müssen wir ja mal ein paar Bonus-Sachen noch machen. Ja, weil es gibt hier in diesem Level insgesamt 8 Blumen. Ja, eine kriegen wir noch auf dem Weg, ne? Ja. Dann gehen wir mal weiter, oder? Ja, gut. Gehen wir weiter. Nehmen wir an, wir haben alles. Würde ich auch sagen. Hoffentlich. Ja, grün und blau sind auf dem Weg, die Welt zu retten. Ja. Wieder mal. Eiern. Wie es sich gehört. Steig auf. Okay. Ich bleib hier. Ja, gut. Ich halte schon mal bereit. Dann müssen wir doch bestimmt noch einen Weg hier abwerfen. Ja. Unterhosen. Unterhosen, nimm das Unterhosen. Denn ihr seid hier nicht erwünscht. Da ist die Blume. Ah.
Hab sie. Alle Blumen. Hm? Ich weiß es nicht. Ja, 5 Münzen haben wir vergessen. Wo waren die? Bin jetzt gerade überfragt. Gehen wir erstmal ins Ziel. Oh Mann. Oh, erste Level, 5 Sachen verpasst. Yeah! Yeah! Wollen wir mal sehen. Nehmen wir an, einer braucht nur 20. Ja. Ja, einer braucht nur 20. Also müssen wir noch eben 5 Münzen suchen. Ja. Und das Level geht ja relativ schnell. Mach mal ausgehen. Nee, komm, wir machen das jetzt noch eben. Das Level dauert ja, hat ja nicht lange gedauert. 15 Minuten. Inklusive Story. Ja. Nee, das musst du mit einberechnen. Gehen wir dann Yoshi oder was, wenn wir alles haben? Nein, das nicht. Oh nee. Wir kriegen dieses Mal keine neuen Yoshis, weil wir doch keine Wolle sammeln müssen. Oh nee. Och Mann. Und damit ist die ganze Motivation weg. Genau. Aber wir haben liebsten Freude. Er mag Yoshis. Er mag es, Yoshis zu sammeln. Ja. Wir müssen einmal nochmal alle einsammeln, was es da gibt. Ja, doch. Verstehe nicht. Da eine Kuh. Nimm das Kuh. Ein Shy Guy. Keine roten Münzen. Aber die Musik ist klasse, ich mag sie. Liebe sie. Hey, warte mal, wir haben noch endlich Eier auf diese Weise. Das ist ja mal wieder total broken, ey. Dann hat ja mal wieder gar keiner gedacht. Also einer kann ja rumlaufen, einer kann scouten, ja. Aber whatever. Und ich knall die Eier her. Ja, mir heißt, wir müssen alles kaputt machen. Aber was? Bäume. Was? Genau den abgeschossen, den ich wollte. Wo nehme ich denn die ganzen Eier her? Wo nimmt der die ganzen Eier her? Wie macht der das nur? Das Spiel ist echt gemütlich. Also wenn du mich fragst, dann müssen wir auf jeden Fall, wir müssen erst den Zug nehmen, wenn wir alles haben, ne? Ja. Alles klar. Soll sich das Rad werfen? Warum nicht? Er kommt immer wieder zurück. Nimm das. Wie so ein automatisches Geschütz für dich. Ja. Obwohl wir stehen. Nein! Mein Gott! Neo, nimm das! Nimm das Kreissäge! Nimm das Umgebung! Wir sehen das im ersten Part und. Weiß ich nicht. Und er hat schon Spaß ohne Ende. Ja. Ja, wo sind die letzten 5 Sachen? Weiß es nicht. Du hast ja schon die ersten 3 gespielt. Ja! Oder war das hier warte nicht wunderbar? Nein! Da habe ich sofort alles gefunden. Na da waren sie. Boah. Ne. Haben wir alle Teile? Ja, wir haben alle Teile. Ja. Dann gucken wir ja weiter.
Okay. Aua! Er hat gegen mich geworfen, ey. Oh, du hast alles. Boah, weil er auf mich geworfen hast, oder was? Warum geht er? Boah, ich muss euch da jetzt ziehen. So. Ja, ich werfe alles nach dir. Nein, ich bin doch schon tot. Ah. Geh runter von mir. Du warst auf dem Zug. Und ich reite auf dich. Okay. Das ist total OP. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Man kann überhaupt jemanden runterschmeißen? Keine Ahnung, irgendwie nicht. Aber doch so. Oder? Da warst du halt jetzt. Nee, ich bin gerade runtergesprungen. Ich dachte, ich kann nicht so runterschmeißen. Nicht. Au! Au! Das! Dein Panzer ist zu hart! Bringt ja überhaupt nichts. Ich erinnere mich irgendwie an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. So, wir haben es geschafft. Dampflokrennen. Das Dampflokrennen. Fischgeflügel. Alles klar, was ist das? Da geht's zum nächsten Level. Nein, das meine ich. Da bekommen wir Outfits. Ah. Wirf eine Münze ein und drehe den Hebel, um ein Outfit zu erhalten. Welches wird es wohl sein? Wenn du ein Outfit erhältst, rufe den Outfit-Bildschirm auf, um es auszuprobieren. Ah, okay. Das Spiel ist auch kompatibel mit Amiibos. Ah, okay. Aber eins kostet 100 Münzen. Und es gibt hier insgesamt 10 Outfits, also brauchen wir sowieso mindestens 1000 Münzen. Ich will mal einmal sehen, wie das aussieht. Willst du dir eins holen? Ich will mal gucken. Weil mein Part ist ein bisschen kurz. Ja. Okay. Wir messen 23 Minuten, aber. Du hast ein grünes Ei bekommen. Mal sehen, was drin ist. Berg. Okay. Cool. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt ein Berg. So, wir haben jetzt. Lass mal den Part ein bisschen kurz, dann tun wir im nächsten Part weitermachen. Ja gut, okay. Dann würde ich mal sagen, das ist der Auftakt von Yoshi's Crafted World. Ja, wir haben die erste Level zweimal gespielt. Das kann auch jeder sehen, ne? Ja. Im nächsten Level geht's dann, im nächsten Part geht's dann weiter. Ja, dann sag ich mal. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye bye.